Herzlich willkommen zurück zu Koromon mit Arezo. Ich bin Arezo und wir haben hier Alicia vor uns. Sie hat ein neues Koromon, das sie uns zeigen möchte. Dann zeig doch mal her. Sie hat insgesamt 4 Koromon. Und eins davon ist ein Moffel. Das könnte tatsächlich neu sein, denn die treiben sich hier durchaus rum. Münchner. Du kannst uns doch nicht mal... Hey! Hey! Okay. Okay. Du klaust mir also meine Münzen. Ist in Ordnung. Zündeln, das macht jetzt nicht so viel bei uns. So gar nicht. Patterbit, okay. Bevor wir... Ich bin immer noch geschockt, dass die mir Münzen klaut. Wenn ich Münzen klaue, ist ja in Ordnung, aber... Okay, sehr gut. Hat eine Schwachstelle gesammelt, das gibt mir eine Gelegenheit, eine Entschuldigung, auf Habitat zu wechseln. Um Münzen zu klauen. 214 kriegen wir. Au, Crit, nicht nett. Oh Gott, Propellerschlag ist die stärkere Attacke. Oh, aber hat nichts gemacht. Also wenig gemacht. Und... Oh, ganz knapp überlebt. Okay. So, jetzt schneller Schlag. Ja, sorry, Habitak. Du musstest für unsere Brieftasche geopfert werden. Shiggy, du darfst wieder zurückkommen. Patterbit ruht sich ein bisschen aus. Kann's gerne machen. Sehr lange kann sich jetzt ausruhen. Shiggy hat Level 15 erreicht. Sehr schön. Strategisch wäre es besser gewesen, ein anderes Dings da reinzuholen. Für die EP und so. Und mal sehen. Ja, okay, reagiert auf Gift ganz normal. Autsch. So, und... Und wie war das doch gleich? Das hier macht... Ja, der Wuchtangriff ist an sich stärker. Vergiftet nur eben nicht. Spezialverteidigung ist gestiegen. Sehr gut, denn ich habe sowieso auf... Oh, verdammt, giftige Haut. Und... Wuchtangriff kriegen, Wuchtangriff. Beide vergiftet. Autsch, kritischer Treffer, gemein. Kritischer Treffer, sehr gut. Und Tadde ist besiegt. Wenn es fair ist, dann verliert Würmchen jetzt gleich auch noch ein paar HP, aber ist es nicht. Okay. Ich muss mehr trainieren. Gut. 715, ich denke, da sind die Münzen, die wir geklaut haben, schon mit drin. Ich mag mein neues Koromon. Sehr schön. Mich ermutigen lassen dadurch, dass du einmal besiegt wurdest. Bist du auf dem Weg zur Donalensee? Das Wetter dort ist fürchterlich.
So generell oder jetzt gerade? Ein Lumon. Autsch. Gut, Lumon wurde direkt besiegt. Ich brauchte nur 2 Angriffe, sehr schön. Luna Pup, ein Schattenwesen. Finsternis bricht herein. Oh oh. Nimmt mehr Schaden durch Magie und Geistfähigkeiten, weil es selbst ein Geist ist. Welches Wetter wir haben, steht hier oben nur. Das hat keinen großen Effekt auf die Karte, was ich ein bisschen enttäuschend finde. Also in Dunkelheit war es so, dass positive Effekte in negative umgewandelt werden. Aber wir haben sowieso keine positiven Effekte, die wir verteilen können. Also Nibelgar, das ist ein Wassertemtem. Was bedeutet? Fangback! Ist nicht besonders gut gegen Wasser, aber ist es besser gegen Wasser als mein Shiggy. Für welches jetzt wahrscheinlich tot wäre. Na gut, nicht tot, sondern nur schwer verwundet. Wurde niedergeschlagen. Sehr gut, kann sich erstmal nicht bewegen. Mächtiger Brüller, was so... Okay, Angriffswert ist gesunken. Finsternis lichtet sich. Ja, wir sollten uns mal kurz angucken. Hier, Angriffswert. Okay, ein Plus bei Verteidigung waren 50 Verteidigung plus. Ein Minus bei Angriffswert sind 34 Angriff weniger. Das ist schon mal interessant zu wissen. Und besiegt. Sehr schön. Und ein Swarmy. Das ist jetzt keine wirkliche Bedrohung. Autsch. Okay, ich habe vergessen, dass Funkback ein Käfer ist. Und glitschig hilft auch offenbar gegen Fühler. Was nicht heißt, dass wir es nicht nochmal benutzen werden jetzt direkt, weil glitschig hilft nur beim ersten von 4. Und ab mit dem Propellerschlag. Sehr schön. Autsch. Sehr effektiv. Und da kommt noch das Gift. Das Gute ist, das gibt uns die Gelegenheit, Würmchen rauszuholen. Und Giftbienen bitte. Sehr schön. Damit bekommt Würmchen den vollen Anteil an den Erfahrungspunkten hier. Und Level 13. Sehr schön. Meilenstein erhalten. Sieht so aus, als ob du den dortigen Stürmen trotzen kannst. Okay, ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst dabei, aber sicher. Ich habe mit meinem Koromon schon früher in der Donnerhöhle trainiert. Glücklicherweise regnet es da drin nicht. Gut. So, hier oben haben wir noch eine... Hey du bist da... Ja, wir kennen uns. Der Captain dachte sich schon, dass du stattdessen diesen Weg nehmen willst. Rigi hat uns gebeten, dich zur Donnerinsel zu bringen. Der Captain und sein Boot warten ab. Ja, ich weiß, aber ich... Okay, die Kiste ist einer der Hauptgründe, warum ich hier hin wollte nochmal. Aber ich darf die nicht nehmen. Okay. Dann auf zur Donnerinsel. Bist du bereit, loszusegeln? Ja, klar. Mm-hmm.
So. Und erst einmal direkt wieder unterstellen. Kuromon retten. So, wen haben wir denn hier? Luis. Mein Hundus hat endlich die Eigenschaft, die ich wollte erhalten, nachdem ich den Eigenschaftsformator im oberen Stock benutzt habe. Ah, das war etwas teuer, aber definitiv den Preis wert. Okay, das ist was Gutes. Ihr erinnert euch vielleicht an das, an die letzte... Ach Gott, gefunden? Was? Koromon-Lager? Wie? Ich habe ein Koromon-Lager gefunden. Hier, das letzte... Slizzerpin, das wir gesehen hatten. Das hatte ja tatsächlich das Potenzial. Und, oh, okay, mit hoch und runter kann man hier zwischen den einzelnen durchschalten. Das ist gut zu wissen. Ja, das Slizzerpin hatte ja das andere Potenzial, aber es hatte nicht die Eigenschaft, die mir hier gefällt, der stachelige Körper. Deswegen, ja, dass man wechseln kann, ist auf jeden Fall gut. Okay, wir klauen mal 2500 Gold, die hier jemand liegen lassen hat. Cool. Items. So, schauen wir mal kurz. Datenchip. Luxrückruf, Luxrückruf. Nein. Hier auch nicht. Koromon-Lager. Unterwegs Koromon in deinem Koromon-Lager zu verwarten oder herauszuholen. Also, ich... Wird das verbraucht? Zugriff auf mein Koromon-Lager. Was möchte ich machen? Koromon... Aber... Okay. Wir können jederzeit an unser Lager ran. Macht das ganze Lagersystem nicht ein bisschen widersinnig? Weil dann ist es im Prinzip, als hätten wir weit mehr als 6 Koromon, bloß müssten uns für jeden Kampf einfach für 6 entscheiden, ne? Ah, ein weiterer Bewunder meines Potenzialisierers. Dein... Was? Der Potenzialisierer! Du schaust verwirrt rein. Lass mich erklären, wieso ich den Potenzialisierer entworfen habe. Als ich ein junger Trainer war, habe ich einmal einen Koromon mit einem Potenzial gefangen. Es war fast perfekt. Deshalb dachte ich mir, was wäre ich, wenn ich das Potenzial eines Koromons erhöhen könnte? Das ist, wieso ich mein Leben dem Bau des Potenzialisierers gewidmet hatte. Und ich kann mit Stolz sagen, dass er funktioniert. Der Potenzialisierer hebt alle Koromon auf perfekt? Oh nein! Ich fürchte, das ist unmöglich. Es kann jedoch einen Koromons Potenzialwert leicht erhöhen. Um exakt zu sein, erhöht der Potenzialisierer den Potenzialwert eines Koromons um 1. Aber wenn du Glück hast, erhöht der Potenzialisierer den Potenzialwert um mehr als dies. Lass mich einfach wissen, wenn du dem Potenzialisierer eine Chance geben willst. Ah ja, ich sehe schon, du und dein Team zeigen viel Potenzial für Wachstum. Sollen wir den Potenzialisierer benutzen? Es wird jedoch einige Zeit brauchen, um seine Aufgabe abzuschließen. Was sagst du? Es ist nur... Deswegen haben wir die 2500 Gold eben bekommen. Nein, danke. Okay. Oh, hallo. Du musst hierher gekommen sein, um meine neueste Erfindung auszuprobieren. Den Eigenschaftsformator. Der Eigenschaftsformator, was macht der? Lass mich fragen. Hast du jemals einen Koromon mit einer Eigenschaft, die du nicht mochtest, gefangen? Das ist ganz schönes Pech. Aber das ist kein Problem mehr. Das ist, wo der Eigenschaftsformator ins Spiel kommt. Er nimmt einen Koromon und gibt ihm eine neue Eigenschaft. Oh, das ist definitiv nützlich. Garantiert ist eine neue Eigenschaft. Keine Sorge, mein Eigenschaftsformator gibt deinem Koromon mit 100%iger Garantie eine neue Eigenschaft. Gib mir einfach Bescheid, falls du es versuchen willst. Das klingt, als hätten sie es früher so gehabt, dass es zufällig eben war, dass es nochmal die Eigenschaft zufällig ausgewählt hat und bei einer 50-50 Chance ist dann eben dauernd zu Problemen gab, weil Leute die gleich nochmal bekommen haben. Die Teams, die meine Gegner in Ranglistenkämpfen benutzen, hauen mich echt um. Ich schaue sie mir gerne an, verliere aber ungern gegen sie. Es wäre toll, wenn ich gegen andere kämpfen könnte, ohne MMR zu verlieren. Dafür gibt es doch Kämpfe ohne Rangliste. Casual hat dieselben Regeln wie in Kämpfen mit Rangliste, nur sind sie stressfreier. Ja, ist immer toll, wenn die Leute genau ihre Lösung, die Lösung für ihre Probleme schon kennen. Ja, da haben wir die 3v3-Serie immer noch, die Siegesserie. Genau so, Uka Klau. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Nur noch ein paar Siege, dann werden die nächste Stufe dominieren. Okay, viel Spaß euch. Wir wollen nicht gegen andere Trainer kämpfen. Wir sind hier für den Story-Modus. Schauen wir uns doch mal an, was wir hier so haben. Hallo.
glaube, Luxolis beobachtet uns, seit ich auf dieser Insel angekommen bin, sind mehr Items in den Läden für mich verfügbar. Okay, ja, das... Da drüben im Regal, sie verkaufen jetzt endlich Rückschrittspille. Ich habe schon lange darauf gewartet, meinen Lampiro zurückzuentwickeln. Jetzt kann es endlich von der Verbesserung seiner Eigenschaft profitieren. Okay. Hallo, was kann ich für dich tun? Ich würde mir gerne mal angucken, was wir hier so haben. LP-Kuchen M haben wir jetzt hier. AP-Kuchen M, Kombi-Kuchen S, In-Kuchen S. Ja, einen Haufen Kuchen. Hier haben wir natürlich die Spinner. Sehr schön. Stinkduft vertreibt für 3 Minuten Koromon, die schwächer sind als das erste Teammitglied. Oh, Fähigkeiten. Die Fähigkeit EMP, die Fähigkeit Erleuchtung, Elektrifizieren, Deaktivieren. Das Problem ist, da steht nicht, was die Fähigkeiten machen. Rückschutzpille füttert rein Koromon, damit es um eine Stufe zurückzuentwickeln. Dieses Problem mit dem, die machen, da steht nicht, was die machen, das haben die meisten dieser Spiele, glaube ich. Und ein Lux-Rückruf. Rückruf zum Lux-Solis Campus. Okay. Danke für deinen Besuch. Warum gibt es nur Rückrufe für diesen einen Campus? Also warum nicht für die verschiedenen anderen Teleporter? Was haben wir denn hier? Das Buzzlet-Labor. In diesem Labor stellen wir Batterien für Orte in Velour, die keine Elektrizität haben, her. Ich liebe es, positive Energie zu verbreiten. Ha! Auch mit all dem Chaos da draußen halten wir noch immer an unseren Regeln fest. Wenn du da rein möchtest, brauchst du ein Laborkittel. Okay. Sie sind hier! Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst einer dieser Sonderlinge, von denen Thomas am Telefon geredet hat. Sie könnten überall sein. Am Hafen, in der Donnerhöhle. Wir sind nicht mehr sicher. Beruhige dich für einen Moment. Kannst du mir sagen, was passiert ist? Ja, du hast recht. Einatmen bis 4 zählen. Mein treuer Partner und Kollege, Thomas. Er wurde gejagt. Um zu entkommen, musste er sich im Sicherungsraum einsperren. Tief unten in der Höhle. Ich würde ihn selbst suchen, aber ich bin nicht wirklich qualifiziert, gegen wilde Koromon zu kämpfen. Ich bin verloren. Ich weiß nicht mehr weiter. Ja, keine Sorge. Ich bin Kampfforscher/Trainer. Ich könnte für dich gehen. Wirklich? Das würde mir die Welt bedeuten. Aber die Donnerhöhle ist ein dunkler, gefährlicher Ort. Lass mich dir bei der Vorbereitung helfen. Du wirst diesen Helm mit integrierter Lampe brauchen. Sonst wirst du dich sicherlich in der Dunkelheit verlaufen. Okay, ein Arbeiterhelm. Nimm außerdem ein paar Kombikuchen S und Stinkduft. Danke. Der Eingang der Höhle ist am Strand. Du kannst ihn nicht verfehlen. Viel Glück. Jetzt sehen wir unsere Blume nicht mehr. Elektrizität ist nur das Wandern von Elektronen von einem Ort zum anderen. Wenn ich mich bewege, bin ich dann auch Elektrizität? Nein. Ich meine, Elektrizität fließt durch uns. Ja, aber... Und natürlich, wenn wir... Vielleicht? Nein. Vielleicht. Ich brauche einen Physiker hier. Wahrscheinlich nicht. Es klingt nicht richtig. Ich meine, wir bestehen eben aus Molekülen, die Elektronen haben, ne? Aber... Nein. Wir haben kürzlich zu potenten und perfekten Koromon gewechselt. Sie haben eine höhere Energieeffizienz für unsere Batterien. Und die anderen sind jetzt auf eine Farm gebracht worden, wo sie glücklich bis an ihr Lebensende leben. Buzzlet! Schwör, schwör, schwör. Okay. Das Buzzlet sagt genau das gleiche. Das auch. Aber deswegen haben die hier unterschiedliche Farben. Für Feen hält sich WM. Kann ich an 2 Orten gleichzeitig sein. Sprichst du mit einem Buzzlet? Wie lange hast du schon darüber zugehört? Bitte sag meinem Boss nicht, dass ich mich über ihn beschwere. Ich werde einfach härter arbeiten. Oder ich könnte schlauer arbeiten. Du siehst aus wie ein fähiger Kampfforscher. Also hier ist ein Vorschlag für dich. Ich lasse dich unseren heiß begehrten Potenzialscanner verwenden. Ein einzigartiges Gerät, das in der Lage ist, das exakte Potenzial eines jeden Koromon zu lesen. Aber du fängst 2 Buzzlet mit einem Potenzialwert von 14 oder höher für mich. Klingt für mich nach einem guten Deal. Du bist wunderbar. Pass auf dieses Ding gut auf. Okay, Kampflaser. Lies das Potenzial jedes Koromon im Kampf. Das ist ein automatischer Scanner. Überprüfe die Zusammenfassung eines Koromons, um seinen Potenzialwert zu sehen. Oder wähle einfach das Namensschild des Koromons während eines Kampfes. Okay, ich gebe mein Bestes.
Wunderbar. Lass mich wissen, sobald du welche findest. Die machen aber Krach hier, ne? Ich frage mich, ob die Buzzlets die ganze Zeit aktiv tatsächlich was machen müssen oder ob einfach dadurch, dass die hier zusammen sind, die Spannung in der Luft so hoch ist, dass da die ganze Zeit Blitze sich formen. Okay, wenigstens wechseln wir diesmal wieder auf unsere vernünftige Kleidung, sobald wir raus sind. Oh, eine Kiste. Kombikuchen S, yay! Eine Juba-Frucht regeneriert bei Gefahr 50% der maximalen HP. Also immer schön Sandbogen durchsuchen, wenn ihr welche seht. Ein Trägheitsedelstein. Verdiene 50% der EP, wenn der Besitzer nicht am Kampf teilgenommen hat. Okay. Du bekommst mal den Trägheitsedelstein. Also, wir können mehrere von den Dingern bekommen. Eventuell können wir später sogar welche kaufen. Das wäre dann... Ja, dann können wir uns den EP-Teiler so zusammenbasteln, wie ich es kürzlich sogar beschrieben hatte, wie das ideal wäre, ne? Kann ich das verschieben? Nein. Kann ich das verschieben? Ja, deswegen haben wir diese Spur im Sand. Okay. AP-Kuchen M. AP-Kuchen M. Okay. Dass man eben wirklich individualisieren kann, wer EP bekommt. Wobei es hier nicht so viel Sinn ergibt, das überhaupt zu machen, weil man sowieso das nicht reduziert. Das heißt, alle sollten möglichst viel, also sollten was möglichst Hohes damit tragen immer. Donnerhöhle. Okay, hier kann man runterhopsen, das kenne ich. Aus Pokémon und so. Und unser erstes Zubat. Ne, es ist ein Buzzlet. Na gut. Schicki! Standard 12. Okay. Ein Elektroschock. Wir wurden paralysiert, wie gemein. Autsch. Okay, sehr schön. Shigi erreicht Level 16. Habitaka entfaltet etwas von seinem Potenzial. Sehr schön. Ich meine, unsere Fähigkeiten, die wir bisher haben. Das ist physisch, das ist physisch. Das hier hat nichts. Wir sollten noch ein bisschen warten. Später verteilen. Oh, da haben wir eine Kiste. LP-Kuchen S, sehr schön. Bärfrucht 1, sehr schön. Ein Amado. Kratzer, wie gemein, das tut auch weh. Und Wuchtangriff, das sollte eigentlich ausreichen hier, ne? Aua. 151 für Shiki, Würmchen 30, Habitak 75, das ist doch nett. Habitak erreicht Level 13. Und LP-Kuchen S, schön. Ich glaube, hier sind wir wieder am Höheneingang. Shiki ist paralysiert, kann sich nicht bewegen. Ich denke, das ist tatsächlich mal die Gelegenheit für einen LP-Kuchen S. Wenn sie es eh nicht bewegen kann, ne? Au. Au. Okay, Potenzial gucken wir uns mal an. Ein 7er Potenzial, das ist nicht viel. Hat vollkommen verfehlt, sehr schön. Sandball, nicht so schön.
Gut, wieder ein bisschen Erfahrung, bald wieder ein bisschen Potenzial auch. Ja, das hier ist der Eingang. Okay. Hier nach rechts. Da oben haben wir... Ich denke, das ist ein Trainer. Ich glaube, ich habe einen Handschuh gesehen. Ein Buzzlet. Zeig mir dein Potenzial. 10. Fruchtangriff. Aua. Paralysiert. Wieder eine Gelegenheit für einen LP-Kuchen. Autsch. Und zünden. Sehr schön. Und Paralyse abgeschüttelt. Sehr gut. Gegner nicht so gut. Ein Lumon. Wir haben einen Lumon schon mal in einem Kampf gesehen, aber nicht draußen. Das hier hätte tatsächlich das passende Potenzial. Schwarmintelligenz. Genauigkeit ist merklich gesunken. Nicht nur gesunken. Süße Pose. Okay, bisher macht es nur Statuszeug. Und wir wollen das bitte fangen, denn wir haben noch keinen Lumon. Yay! Yeah. Wir wollen uns natürlich das angucken. Hat auch wieder 3 Entwicklungsstufen. Vierfachladung. Eine Vierfachladung, die das Ziel einkesselt. Hat eine 10% Chance, Ziel Paralyse auszulösen und greift immer zuerst an. Okay. Schwarmintelligenz. Nutzer ruft seine Verbündeten für eine Ablenkung und senkt die Genauigkeit um 2 Stufen. Okay. Süße Pose und Kratzer kennen wir schon. Leiter, das Koromon lädt sich auf, wenn es von einer Attacke des Typs Elektro getroffen wird. Dies erhöht seine Initiative um eine Stufe. Nicht so das Beste. Und wir wollen es bald halten, natürlich. Einen Spitznamen für einen Leiter. Kupfer. Und Kupfer kommt ins Lager. Meilensteine erhalten, sehr schön. Okay, bevor wir in den Kampf gehen, wir haben nicht die vollen AP gerade, deswegen aktivieren wir mal. So, Shiggy wird überladen. Entschuldigung. Ich habe gerade meine Handschuh-Coupon eingelöst. Ich kann schon fühlen, wie mich der neue Klunker stärker macht. Ich nehme an, wir erfahren gleich, was ein Handschuh-Coupon ist. Erstmal sehen wir aber, was ein Armado ist. Ein Armado ist zum Beispiel gut durch. Au. Okay, direkt nochmal zünden. Ich meine, wir haben die EP. AP. Warum sage ich dauernd EP? Etwas vom Potenzial entfaltet. Sehr gut. Wir packen uns ein bisschen AP rein. Wir packen uns ein paar Spezialpunkte rein. Sehr schön. Fiddly. Oh, das sieht wässrig aus. Ja. Habitak? Lust zu kämpfen? Abhärten. Okay, ja. Mach das noch ein paar Runden, während ich dafür sorge, dass dieser Kampf auch profitabel ist. 112. Autsch. Autsch. Und ein letztes Mal. Sehr schön. Autsch.
Autsch, okay. Das lief jetzt nicht so gut, aber wir haben mal das Geld bekommen, ne? Und wer von euch... Hoppala. Ich wollte eigentlich nachgucken, wer von euch Spezialzeugs hat, aber... Okay, fühlen wir erst noch ein bisschen. Au. Au. Ich meine, die... Hier, die Verteidigung ist immerhin wieder ein bisschen gesunken nach dem Kratzer. Und es wurde niedergeschlagen, sehr schön. Ja, ohne den Fühler vorher macht das gerade kaum was aus, aber... Aber wir hoffen einfach trotzdem nochmal auf das Niederschlagen. Autsch, oh Gott. Aber Funkbug hat das überlebt. In meiner Erfahrungstechnisch wäre es besser, hätte es nicht überlebt, aber... Gut, 139 ist der volle Anteil. Shiggy erreicht Level 17. Flammender Stoß. Oh, das klingt gut. Es ist ein physischer Angriff mit Kraft 60. Wir ersetzen die süße Pose. Moment mal kurz, wir können nicht... Ja, du kannst nicht mehr als 4 Attacken auswählen. Okay. Ja, gerade deswegen wollte ich eigentlich ein bisschen warten mit den Potenzialdingern. Denn ich weiß eben nicht, wie viel Spezial wir bekommen und wie viel physisch. Der Benutzer geht in Flammen auf und greift das Ziel an. 10% Wahrscheinlichkeit auf Verbrennung für das Ziel. Okay. Habitak erreicht Level 14. Windstoß. Benutzt seine Flügel für eine starke Windbrise, die Schaden verursacht. Das ist auch Spezial zum Beispiel. Wir benutzen den schmutzigen Trick gerade nicht wirklich, ne? Das heißt, Windstoß kommt mit rein. Ja, das ist Spezial. Das hier ist physisch. Das hier ist physisch. Bisher haben wir mehr Spezial gemacht immer. Und Haunus. Was bist du? Du bist ein Elektrotierchen. Okay. Wir erholen uns mal. Oh, ja, das. Schneller Schlag. Gut, hätten wir eh nicht überlebt. Meilenstein erhalten. Okay, ich weiß nicht warum, aber wir haben einen. Gut. So, rettern. Mächtiger Brüller, was macht das doch gleich? Angriffswert sinkt. Okay, das ist kein Problem, denn Sauger benutzt sowieso Spezialangriff. Was ist mit Giftstich? Benutzt das Spezial? Ne, das ist physisch. Aua. Sehr schön, wir haben auch gekrittet. Aua. Aber stacheliger Körper ist cool. Ich mag solche Passiven. Autsch. Und Rettern siegt. Spiel, Saug und Sieg, ne? 242 ist der volle Anteil. Sehr schön. Funkbug hat Level 13 erreicht. Schein besiegt. Das hat mich überhaupt nicht stärker gemacht. Arisi bekommt 376 für den Sieg. Schau mal meinen Handschuh an. Er glitzert so schön. Okay. Ist es das alles? Du hast dir Glitzerzeug gekauft und dachtest, es macht dich stärker? Gut, wir haben schon wieder überzogen. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter das Kommentar und adios.